Hallo zusammen und eine kurze Unterbrechung von mir, denn ich möchte euch gerne zeigen, wie ich diese Weihnachtsstände gebaut habe. Als erstes schnappe ich mir einen Imbissstand, der hier ist jetzt aus Großstadtleben, und um den jetzt ja ein bisschen einzubauen und zu verstecken, brauchen wir erstmal einen Raum. Der Raum hat am Ende dann eine Größe von 3x4 Kästchen, den könnt ihr allerdings auch ein bisschen kleiner machen, aber um es euch jetzt einfach gut zeigen zu können, habe ich mich jetzt für 3x4 Kästchen entschieden. Hier gebe ich jetzt noch den Cheat bb.moveobjects ein, der ist dafür da, um Objekte ineinander platzieren zu können und ja, der ist erforderlich, damit das Ganze hier überhaupt funktioniert. Hier habe ich jetzt ausprobiert, welche Halbwandgröße ich haben möchte. Da seid ihr auch relativ frei und müsst es individuell an die Marktstände anpassen. Hier habe ich jetzt noch so Säulen platziert, um die Lücken zwischen dem Imbissstand und den Wänden zu verdecken. Und hier greife ich mir jetzt den Imbissstand mit der gedrückten Alt-Taste und dann könnt ihr den zum Beispiel verschieben, damit man das Schild noch sieht. Allerdings habe ich hier jetzt so eine Lücke, die hat mir nicht gefallen und mir war das Schild jetzt nicht so wichtig, deswegen habe ich es mit einer Deko überdeckt. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt und manchmal will man ja vielleicht, dass man das Schild sieht, dann könnt ihr es eben ein bisschen nach draußen ziehen. Eine Tür bitte nicht vergessen und dieser Bereich muss unbedingt frei bleiben, denn da kommt dann später der Verkäufer hinein. Wenn ihr auf einem Wohngrundstück seid, müsst ihr jetzt noch einen Verkäufer einstellen. Und danach müsste das eigentlich alles funktionieren und ihr könnt mit diesem kleinen Laden spielen. Viel Spaß beim Nachmachen!